Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu Horizon Zero Dawn. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. So, jetzt muss ich erstmal was trinken. Die Fahrt war so lang. Ich war am Verduschen. Ne? Okay, gut. So, dann machen wir weiter. Diese coolen Aussicht. So, dann gucken wir noch mal kurz. Siehst du, ich habe wieder einen Fertigkeitspunkt. Schnelles Nachladen bei Gebrauch von Konzentration. Ja, das wäre auch noch mal cool. Nutzt das ja jetzt definitiv ein bisschen häufiger. Aus der Schmiede erledige die Feuerklauen. Ah, siehst du, da haben wir noch was. Wo sind denn die Feuer? Das ist auch noch zwei. Okay. Haben wir sonst noch in der Quest hier was? Neben die altes Waffenlager und der gefallene Berg. Gut, dann machen wir den Auftrag. Und brauchen wir erstmal zu Nummer 1. Oh. Ich musste noch auf Fortsetzen klicken. Ja, da kannst du mich doch nicht angreifen. Oh, ich habe die verkehrte Taste gedrückt. Ich bin zu sehr auf gerade das andere gepolt. Wasser. Wasser böse. Wasser macht sauber. Ja, das ist richtig hier. Bezieht euch. Willst du auch mal was? Ja, Mieze-Tatze? Oh, scheiße, der ist auch rübergejumpt. Voll mit seinem Arsch reingelaufen. Will jemand noch auf die Fresse haben? Ah ja, warte mal, der... Oh, ah, hi, Digga! Mal aufladen. Die Pfeile sind nicht angekommen. Ernsthaft? Da verpisst er sich, ich fass es nicht. Ja, ja, fauchte mal rum, Nudelbärchen. Oh, jetzt lädt sie wieder nicht. Ja, hinterm Berg verstecken, ne? Das zählt nicht. Volltreffer rein. Das war volle Kanne daneben. Ey, Leute, lauf mal. Der ist böse. Ey, guck mal, wir haben Freunde hier. Die können auch mithelfen, oder? Wieso kommt jetzt hier so ein Rentier zu mir? Das Knuddelbärchen. Welche Schwäche hatte er? Eis und... Ja, nur Eis. Okay. Voll unfair, weil er nicht hochkommt, aber... Jetzt bist du eingefroren, tralalalala. Jetzt liegst du auf dem Boden. Das ist unfair. Du hast deine eigene Körperwärme. Das fehlt nicht. Oh, scheiße. Ja, stimmt ja. Das ist ja so eine miese Scheißattacke von ihm. Ich mal ab.
Nö, daneben. Daneben. Du bist ein dummes Bärchen. Ui. Ach Eli, so dicht stehst du nun nicht dran. Hier könntest du auch mal ein bisschen schneller laden. Autsch, Mist. Ich gedacht, ich könnte den Schuss noch vorher aufladen. Ja, das tat weh, ne? Digga. Das tat auch weh, schöne Grüße. Okay, den Scharfschutzbogen, der braucht ein bisschen länger zum Aufladen. Klar, der Stein erwischt mich. Willst du mich arschen? Ah, Mist. Wollt ihr jetzt so schön ins Bäuchlein reindrücken, damit du was hast? Aber nö. Machen wir das damit. Keine Lust, die zwei leer zu stellen. Ich muss 5 Stück machen? Kann man das nicht mitnehmen? Wenn ich Lila nicht. Einfach wäre ja langweilig. Ja, definitiv. Ich soll ja 5 Stück erledigen. Die wird mir hier nicht anziehen. Oder ist es hier irgendwie... Also bei dem habe ich das jetzt gemacht. Das habe ich hier noch? Ich hatte mir jetzt... Ah, siehst du, das ist hier auch noch. Hi. Vielleicht bei den anderen mehr. Könnte gut sein. Sängerareal. Boah, das ist wirklich nur, dass die da sind. Das ist kein Areal von denen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt hier rüber gehe, bis da Versänger sind. Und dann habe ich hier oben wieder noch ein Gebiet. Also das ist ein Hin- und Her-Geporte, echt ernsthaft. Porten wir mal hier hin. War aber mal schnelles Laden. Oh nein. Nein, du hast mich nicht gesehen. Nein, nein. Ich wollte dich eigentlich... Nein, nein, nein. So ist gut. Du siehst mich nicht. Oh Mann. Das sind, glaube ich, 2 Bärchen, oder? Ich wollte nämlich eigentlich den Trampler für mich gewinnen. So als Idee. Hey. Okay. Ich dachte, es sind nur Trampler. Also jetzt nur ein Trampler. Drei Trampler. Wollte ich wenigstens einen für mich gewinnen? Warte mal, wenn ich doch in Verderbnis bei benutze, dann greifen die sich doch gegenseitig an, ne? Gucken, ob das klappt. Oh, bis der irgendwas macht, ist die Ladezeit schon vorbei. Die fighten sowieso schon so teilweise gegeneinander. Vielleicht können wir ja mal das Bärchen dafür noch mal ein bisschen... Mach's immer platt, Digga. Das Grün steht hier echt gut.
Alter! Jetzt wieder Freude Eierkuchen? Die reißen hier aber die Bäume nicht, ne? Jo, der Herr hat alle platt gemacht. Peter Falter. Wollen wir nicht Freunde werden? Ich nenne dich auch Baloo. Oder Yogi-Bär, je nachdem, was du besser findest. Alter Falter. Vorne. Vielleicht so langsam ein Sieg. Muss ich auch da volle Kanne durchkriegen, ey. So kann man das auch machen. Ja, sag mal so, es ist. Müsste ich wenigstens nicht so viel machen. Aber ich muss ihn natürlich hier komplett durchkriegen, ey. Dann muss ich hier alles abkriegen. Und dann eventuell auch noch im Eiszustand habe ich ihn relativ fix erledigt. Ja, der haut ja auch rein, ey. So, war das hier aufgespannt. Will ich ihn nämlich zu mir locken. Ja, naja, okay, er wird, glaube ich, nicht mehr vereist sein dann. Also noch nicht vereist sein dann. Aber immerhin, er kriegt ordentlich was rein. Ja, ja, Digga, ich weiß, du hast... Oh, doch, er ist schon vereist. Die Hosen an. Ja, komm hier! Oh. Komm her! Oh nein, der ist nicht durchgelaufen! Ja, was? Was trifft mich denn da? Ist er am Weglaufen? Jetzt ist der Arsch nicht mehr vereist. Das hat gefenstert. Der hat kaum Schaden. Oh nein, er drückt einen Stein. Wo trainieren die Bären von heute? Slam Doggen, ey. Könntest du jetzt mal bitte vereisen? Ich finde das so gemein, ey. Der hat so seine eigene Körperwärme. Ich glaube, der war mit dem Vorschlag mit Juli Bär nicht so. Grüße dich, Fiona. Wie geht's dir?
Ah, jetzt ist deine Hitzequelle im Arsch. Wie gemein! Guckt in die andere Richtung und lässt dann seine Spezialfähigkeit bei mir explodieren, ey. Das ist hart. Das ist hart. Boah. Ja, guter Stoff. Zieh ich mir natürlich dann immer schön rein. Ne? Ja, mir geht's gut. Ist wie bei dir. Du machst dann auch einfach den Reaktor. Ja, Schatz, definitiv. Ich muss dich ja schließlich wärmen, ne? Lieber mit. Deswegen muss ja auch das Fenster bei Nacht auf sein. sonst verbrutzelst du. Obwohl, es wäre eine fantastische Sauna, oder? Jetzt mal so gesehen. So. Haben wir den hier? Oder 2, 1. Aber wo ist denn dann der letzte? Wollen wir denn? Wir müssen dann nochmal hier hin. Warten wir hier hin. So, wo haben wir die Post? Den mit Aratak. Optional. Wir wählen die Hackpresse. Oh, das sind zwei. Oh, warten wir. Ich könnte hier helfen. Sobald wir sie vertrieben haben. Okay. Er kann aber helfen. Er sieht ein bisschen anders aus. Oh, gib mir die Waffe. Ja, es war mir klar, dass die Attacke jetzt kommt. Genau, geh schön auf Aratak. Ich sagte auf Aratak hier, nicht auf mich. Ich bin süß, unschuldig und zärtlich. Ich sehe nichts mehr. Hallo. Lauf doch nicht weg, Bärchen. Ich will dich lieb haben. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, er will mich nicht lieb haben. Kann ich nicht verstehen. Ich bin noch immer so nett. Aratak, ich habe gedacht, du kämpfst mit, aber du machst gerade irgendwie gefühlt gar nichts. Hier nichts mehr. Der andere Bär. Kämpfen zusammen. Das ist voll unfair. Oh, Scheiße. Oi, das wird heiß hier. Das ist meine heiße Angelegenheit. Wer ist denn jetzt von wem? Euch? Du bist der Volle. Mist. Hm.
Bamst. Lässt mich gerade keinen Zug machen, ey. Wenn dann beide ihre Attacke auch noch schwingen. Oh, Bärchen, gib's doch einfach nach. Du bist gleich voll im Arsch. So. Ein Bärchen im Arsch. Aratak, was ist mit deiner Eiskanone? Ist die eingefroren? Der soll hier aufpassen. Bumm, da ist das Bäuchlein geblatt. Der trägt ziemlich häufig das Bäuchlein. Wieso kommt jetzt ein scheiß Schneesturm? Weil es uns zu einfach wäre. Oh, Bärchen. Bärchen ist müde. Bärchen hat sich hingelegt. Ist die Schüssel natürlich wieder nicht angekommen. Bärchen ist sehr, sehr müde. Ja, genau. Friss Aratak. Aratak schmeckt definitiv besser. Aha, noch abgefeuert. La, 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 la. Wird langsam heiß hier. So, da liegen die beiden Schätzchen. Wo muss das laufen? So ist das cute. Richtig Knorke. So, wo hatte ich den ersten Bär? Ah, der hat die Dicke auch noch. Ja, wenigstens alles mitnehmen, was mir. So, Aratak.